could tell. Ask me how I'm doing well. I don't get you jealous. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute spielen wir mal wieder eine Runde SpeedUHC auf Gomadi.net. Und in diesem Video möchte ich euch das SpeedUHC Update vorstellen, welches vor ein paar Tagen auf das Servernetzwerk online ging. Und wir können eigentlich direkt schon zu Beginn anfangen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Ich weiß es nicht, aber ich baue hier gerade nicht Eichenholz ab. Aber es wird nur Eichenholz gedroppt. Dasselbe geht übrigens auch bei den Steinen. Also jede Steinart droppt Cobblestone und nicht die unterschiedlichen Steine wie Andesit und Diorit etc. Ich habe mir jetzt die Schutzzeit ein bisschen zusammengecuttet, deswegen seht ihr hier gerade so ein paar, naja, in Anführungszeichen Highlights von der Schutzzeit. Ich möchte euch in diesem Video auf jeden Fall mal das SpeedUHC Update vorstellen und auch ein bisschen näher bringen. Und ja, wer es selber ausprobieren möchte, ist natürlich herzlich dazu eingeladen, ebenfalls SpeedUHC zu spielen. Ich kaufte mir jetzt erstmal ein bisschen Rüstung, damit ich auch gegen die Monster und allem anderen gewappnet bin. Kaufe mir jetzt auch schon mal ein paar Schwerter und werde die nachher auch dann kombinieren. Aber naja, kommen wir zurück zum Update. Während ich hier die Schwerter mache, Amboss crafte und die Schwerter kombiniere. Genau, es gibt mittlerweile ein neues Deathmatch-System und ein neues Border-System. Die Runde startet also mit einer 14-minütigen Schutzzeit, allerdings jetzt mit einer Grenze von 400 mal 400 Blöcke. Früher waren es, glaube ich, 250. Und dann nach der Schutzzeit ist es allerdings neu so, dass die Grenze nicht bei 400 bleibt, sondern wie ihr jetzt gesehen habt, jetzt steht da nur noch 200 mal 200 im Scoreboard. Das heißt, sofort nach der Schutzzeit wird die Border verkleinert auf 200 mal 200. Damit man die Leute auch schneller findet, damit man sie bekämpfen kann. Die Border fängt an zu schrumpfen, sobald eine Minute nach der Schutzzeit vergangen ist. Also nach insgesamt 15 Minuten fängt dann die Border an zu schrumpfen, glaube ich für, weiß gar nicht, steht das irgendwo? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, die Endborder ist bei 40 mal 40, sollte es soweit kommen. Und wenn die verbleibende Zeit um ist oder nur noch zwei Spieler leben, geht es in Deathmatch. Genau, auf einer speziellen Deathmatch-Map. Dazu gibt es zwei verschiedene Deathmatch-Maps, nämlich für die Solo-Runden und die Zweier-Runden gibt es eine kleinere. Und für die Dreier- und für die Vierer-Runden gibt es eine größere Deathmatch-Karte. Ich werde hier natürlich mal wieder überrascht, wenn ich das Zeugs looten möchte vom nächsten Gegner. Der mir ganz gute Hits gibt. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe mittlerweile einen Bogen mir geholt. Was misplace ich hier die ganze Zeit Wasser? Das gibt's nicht. Der hat übrigens Power 2 und Flame 1 drauf. Also eigentlich einen ziemlich guten Bogen. Nur das Problem ist, ich habe keine Pfeile. Deswegen, ja, sollte ich mir auf jeden Fall nachher dann noch Pfeile holen gehen. Aber jetzt möchte ich erstmal den Spieler hier töten. Komm her. Das ist doch machbar. Jetzt geben wir ihm, das ist sehr gut. Er hat irgendwie keine Gaps oder warum hielt er sich die ganze Zeit nicht? Jetzt läuft er weg. Mit zwei Herzen, genau das ist übrigens auch neu. Man sieht jetzt über dem Kopf des Spielers die Herzensanzahl. Also natürlich in halben Herzen, das heißt 20 bedeutet 10 Herzen. Die Border kommt, by the way. Und 24 wären dann halt die 12 Herzen mit dem Goldapfelherzen. Genau. Dann gibt es aber noch mehr Updates, nämlich Netherlandschaften sind jetzt nicht mehr nach der Schutzzeit oben an der Oberfläche, sondern die sind jetzt innerhalb der Schutzzeit zu finden und nämlich unterhalb der Erde. Zudem ist es auch nicht mehr möglich, Stärketränke zu brauen. Also Stärke ist tatsächlich nicht mehr möglich. Der Loot von den Mobs wurde übrigens auch vereinheitlicht, das heißt, jedes Tier droppt nun Steaks. Genau, und ich werde nachher gleich noch auf ein paar weitere Änderungen eingehen, was einfach noch so ein paar kleinere Änderungen sind, beziehungsweise auch Teamrunden dann noch betreffen. Wir werden jetzt schon wieder überrascht. Oh Gott, das kann ja was werden. Schnell mal hier in die Höhle abhauen, reingappen und, oh, boah, knapp. Hui,
Das war knapp, dass wir das noch überlebt haben. Wir sind hier einfach mal eine ganze Schlucht runtergefallen. Wo ist der Gegner? Okay. Er kommt auf jeden Fall runter. Und ihr seid plötzlich hinter uns. Jo, alles klar. Da schieße ich jetzt mal mit meinem Bogen auf ihn. Ich habe ja mittlerweile ein paar Pfeile sammeln können. Aber mir scheint das so, als wäre der Gegner eigentlich relativ gut. Und ich mache hier ganz lauter komische Sachen. Und fall schon wieder irgendwo runter. Sehr gut. Boah, Alter. Er gibt aber auch gute Hits. Also, das muss man sagen. Das ist ein geübter Speed-UHC-Spieler. Sieht man ihm zwar nicht gerade so auf den ersten Blick an, aber scheint wohl so zu sein. Zumindest nimmt er uns ziemlich auseinander. Mal wieder reingeppen. Niemals zu wenig geppen. Schade, leider nicht getroffen. Komm her, komm her. Ja, treffen müsste ich auch noch. Er hat anscheinend wieder seine Lava gern. So wie fast jeder Speed-UHC-Spieler, habe ich das Gefühl. Oder UHC-Spieler. So, jetzt haben wir ein paar Mal getroffen. Aber jetzt leider wieder nicht mehr. Er gappt nochmals. Und wir haben den Angriff schon wieder vermasselt. Da hinten kommt die Borde. Ich könnte ihn vielleicht in die Borde hauen. Würde er mir nicht ständig die First Hits geben. Das ist ein bisschen blöd. Ich muss auch gappen. Er war mal wieder schneller. Ist jetzt aber in die eigene Lava reingelaufen. Das ist eigentlich ganz gut für uns. Aber leider nicht in unsere Lava. Und hat sie uns auch weggestohlen. Und ich fall schon wieder irgendwo runter. Alter. Die Lava könnte ein Problem werden. Ich muss ihn versuchen, in die Lava zu hitten. Er hat jetzt Lava platziert. Da hinten ist Lava. Ich muss ihn da versuchen reinzubringen. Aber ich werde leider selber vom Wasser Richtung Lava getrieben. Das ist nicht gerade so vorteilshaft. Gappen, gappen, gappen. Boah, ich muss mich hier in die Ecke stellen. Hä? War da hinten nicht ein Block? Hä? Ich bin in der Lava. Jetzt nicht mehr. Nein, schon wieder in der Lava. Oh nee, das überlebe ich nicht. Schade. Schade. Aber ich möchte euch das Deathmatch noch zeigen. Deswegen werden wir jetzt noch den Schlusskampf spectaten und ich erzähle noch die Kleinigkeiten, beziehungsweise die verschiedenen Änderungen. Einerseits, nutzlose Bücher sind nun zusammencraftbar. Die Spawnrate von Zuckerrohr wurde deutlich erhöht. Die Dropchance von Goldäpfeln, also beim Abbauen von den Bäumen, wurde verringert. Fire-Aspekt sowie Flame-Bücher sind ebenfalls seltener auffindbar. Ich hatte einen Flame-Bow, juhu. Es ist möglich, ein Sharp 5 Schwert zu craften. Die Lebensanzeige habe ich schon erwähnt. Bei jedem Kill von einem Gegner wurde jetzt ein Golden Head hinzugefügt, der gedroppt wird. Und es gibt in den Teamrunden ein Team-Inventar, welches man per Slash BP aufrufen kann. Ich glaube, das wäre es eigentlich vom Update gewesen. Der Typ, der mich gekillt hat, hat auch gewonnen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Für das Update danke ich noch bei der Konzeption, bei Ed Phoenix und bei Baluvi für die Umsetzung des Spielmodus. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss.